Moin. Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Vlog aus dem Adventure Park Hellendorn. Mit dabei sind Felix und Steffen. Und ich denke, wir werden heute einen tollen Tag hier haben. An mit vielleicht auch dem Highlight des Parks, dem Willkommen MK12. Weiß einer, wie das Ding heißt? Valagos. Dankeschön. Valagos. Ja, okay, steht da oben. Valagos. Fahren wir mal, ich bin mal gespannt, das Ding ist nicht fertig. Ich meine, er hatte die Sandkit-Züge drauf. Aber ist kein Double Course Crew, sondern ein Looping und ein Course Crew. Bisschen was anderes, als wie man das vielleicht aus dem Hot Fun oder ja, damals noch den Safari in der Stubenbau kannte. Ne? Naja, schauen wir mal, ne? Alter! Boah, Airframe! Oh. Oh, die Fresse ist schon ganz gut. Das zieht schon gut, ne? Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. So, wir kommen gerade aus Valagos und ich muss sagen, es tat Schweineweh. Aber ich glaube, da bin ich auch die Einzige von uns dreien. Was aber auch daran liegen mag, dass ich ein bisschen dünn bin. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg zum Drachennest. So eine... Was ist das überhaupt? Was ist das überhaupt? Ein Disco-Coaster. Ah, das ist ein Disco-Coaster. Los geht's. Das war gut, ne? Oh! Das zieht ganz schön, ne? Oida! Ja. Oh Gott, oh Gott. Ein bisschen mehr Auto. Uiuiuiuiui. So, alles. Felix Spruch. Wir waren jetzt im Drachennest, in dem Disco-Coaster. Ah, schon ganz geil. Einfach weil er doch echt auch viel mehr Speed hatte als die großen Teile. Sehr, sehr nice. Mal gucken, was jetzt so kommt. Bis später. Weil wir jetzt hier gerade so an dieser Wildwasserbahn lang rennen und ich weiß nicht, ob ihr das da hinten sehen könnt. Es ist wunderschön angelegt hier. Also jetzt ganz, ganz ohne Witz. Wir haben, ich habe mich ja im Vorhinein wirklich nicht viel über diesen Park informiert. Und was man so vom Hörensagen hört, denkt, dachte ich, ist das ein sehr runtergekommener Park, aber dem ist keinesfalls so. Gar kein bisschen. Es ist so ein toller Park, mega gepflegt und ich glaube, ich würde hier als Kind unfassbar happy drin sein. Ja. Ohne Witz, es ist echt schön. Als nächstes machen wir eine kleine Runde Kettenkarussell. Nicht schlecht, Herr Specht. Also, der macht richtig Spaß, der ist wirklich schnell. Und auch hier alles echt wunderschön eingebettet. Ich kann mich ernsthaft nicht beschweren. Das macht richtig Spaß. Vielleicht liegt es auch an dem Wetter, dass endlich mal wieder schönes Wetter ist. Aber es ist voll toll hier, ohne Witz. Wir müssen uns beeilen, wir fahren eine Runde Rafting. Ja, das kommt ihm sehr, sehr nah. Das ist immer so eine Horrorvorstellung als Kind von mir gewesen, dass man meinen Sohn Becken hier reinfällt. Es ist ernsthaft schön hier. Hier regnet es immer vor. Was für ein jetzt. Regie, man lege Phantasialand Chiapas Musik drunter. Wie finden wir es? Meinungen? Ganz mega. Sehr gut. Von mir auch. Dreimal Daumen hoch. Anyways. Irgendwo, ja, jetzt ist hinten frei. Wir fahren
irgendwas mit Steinen. Verrückte Steine? Heißt das Ding verrückte Steine oder sowas? Nee, da stand irgendwas mit Donner, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, Donnersteine, genau. Auf Deutsch, glaube ich. Zierats Standardding, aber voll, voll schön. Raus aus den Donnersteinen oder wie auch immer die Bahn heißt. Die Fahrt war leider nicht so sanft wie vorher erhofft, aber trotzdem mega cool. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Wir haben gerade Mittag gegessen und wenn man, also ich meine, wir haben bis heute viel gelobt über diesen Park, aber wenn man eins an diesem Essenstand zumindest nicht machen sollte, dann ist das Essen. keine Ahnung, also die Soßen waren jetzt nicht sonderlich geil. Viel zu süß, sehr, sehr künstlich. Aber naja, ich finde, der Rest des Parks gleicht das dann doch schon wieder aus. Wir testen jetzt als nächstes mal diesen Dark Ride Coaster. Eine angeblich unterirdische Achterbahn, so wie ich das verstanden habe. Und ob die wirklich gut ist, das sehen wir jetzt. Schlechtes Video als gar kein Video. Ich hoffe, ihr seht vielleicht irgendetwas. Mega gut. Jetzt ohne Witz, die ist wirklich mit Liebe gestaltet. Als nächstes, wie hieß das Ding? Discovery Club. Genau, ja, ich warte hier irgendwie gerade noch, aber ja. Dürfte so ein Shooting Dark Ride sein. Ne? Doch. Ich bin ein bisschen verwirrt heute, egal. Weiter geht's. Also dieser Dark Ride gerade, ne? Da bleibst du drinnen stecken. Ja, was ich sagen wollte, der Dark Ride gerade, der war erstaunlich gut. Der war wirklich, also was ist Dark Ride? Hier, die Themenfahrt hier. Die ist richtig toll. Aber die war richtig gut, ne? Oh. Ja, ich sehe die Probleme mit dem Enterprise. Und dem Topspin. Ich glaube, das war eher die Enterprise. Ja, der Topspin ist dahinter. Sieht rund aus. Rest in Peace, Mann. Mal wieder zwei Busfahrgeschäfte, die uns verlassen haben. Geschichte. Beides. Traurig. Und Schluss?
Falken. Wir fahren als nächstes eine Runde in einem Lokflug mit. Ja, mal schauen, wie der so ist. Diesmal aber allerdings ohne Jule, weil die möchte nass werden. Ist ja auch okay, ne? Nee. Nur so eine Kurve habe ich, glaube ich, gerade von außen gesehen. Aber auch das ist schön. Das ist mal wirklich eine Wildwasserbahn. Jo. Das ging. Weniger nass, als wir erwartet haben. Aber ey, das ist wirklich eine Wildwasserbahn. Also, die hat ordentlich Speed. Ja. Also, die fließt schnell den Fluss entlang. Hat richtig Spaß gemacht. War gut, ja. Ich glaube, dann ist mit als eine der letzten Attraktionen, die wir als erstes oder zum ersten Mal fahren, fahren wir jetzt eine Runde Schiffschaukel. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich dazu erzählen soll. So ein schönes Modell, steht sogar ein bisschen im Wasser, was das Ganze umso schöner macht. Aber ansonsten denke ich mal jetzt nichts allzu Besonderes, oder? Ist auch keine große. Nee. Aber schön. Lottis, das soll es gewesen sein. Wir machen jetzt noch, ja, 40 Minuten ein paar Wiederholungsfahrten und dann stieß der Parker schon. Für uns war das eigentlich ein ganz, ganz toller Tag. Hat unfassbar Bock gemacht. Würde ich auch echt jedem empfehlen, weil es ist wirklich mit Liebe gestaltet hier. Ansonsten habt einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Es schlägt ein bisschen.